So Gerd, jetzt kommen wir natürlich am für viele Leute wichtigsten Moment an, auch gerade was sie jetzt lernen möchten. Ja. Nämlich, jetzt sitze ich bei meinem ersten Date im Restaurant und habe im Hinterkopf dieses Wird aber auch Bild. Zeit, nicht? Ja. Wird auch Zeit, ja. Jetzt hab ich im Hinterkopf dieses Bild, wenn Leute so richtig mit dem Weinglas umgehen können und man denkt so, das ist ein Experte, der kennt sich aus. Ja? Wie mache ich das? Ja, wir machen das. Es passieren viele kleine Fehler und beim richtigen Trinken und Umgang mit dem Trinkgefäß Glas. Ja. Zum einen ist mal so, ein Glas besteht aus dem Kopf, aus dem Fuß. Ja, der Kopf ist der Kelch, der Fuß ist das, worauf es steht. Und das hier, der Stiel. Also wenn ein Glas sowas hat, ja, dann ist er als Haltevorrichtung gedacht. Ja, und nicht so. Das kann man machen um 3:30 Uhr nachts mit seinen Kumpels und dem dritten Weißbier. Aber ansonsten ist es so, dass das hier passiert. Die fettigen Finger sind da oben und der Wein wird auch noch warm. Stiel mit Stiel. Und, also wegnehmen. Hochheben. Wenn Sie Wein probieren im Restaurant, nehmen Sie so, einmal kurz gucken, ist da alles sauber, klar, ist da nichts drin, Trübstoffe oder schwimmt sonst was drin, ein Kork oder Metall von der Kapsel, kann ja immer alles passieren. Wenn er klar ist, dann okay, einmal kurz riechen, riecht sauber, fein, stinkt nicht, hat keinen Kork oder auch riecht auch nicht nach Spüli oder sonstiges, dann probieren wir mal kurz so. So, oh, das ist aber wunderbar, bitte gießen Sie meiner bezaubernden Begleitung doch ein. Temperatur ist auch fein, okay. Hinstellen, die hat ihr Gläschen dann auch bekommen, du kriegst auch noch was und dann sagt, Schatz, auf einen bezaubernden Abend. Am Stiel anstoßen, ja, aber nicht hier. Was man natürlich machen kann, das passiert auch häufig, auch den Sommeliers, gerade weil es eine Gewohnheit, dass man den Wein dann schwenkt. So hier. Ja, da kann man einen auch entweder am Boden, aber das geht nur auf glatter Oberfläche logischerweise, hier so das Schwenken. Und es geht sonst auch nur so. Nur wenn man das macht, ja, dieses Schwenken, ja, dann muss er eben, nee, dann muss er schöne Wellen machen, sodass er immer schön auskommt. Ja, das sieht dann cool aus. Nicht? Ansonsten, wenn er so macht, so, rein so einfach. Es ist reine Übungssache. Nicht? Es hat nur den Zweck, dass man wieder ein bisschen Sauerstoff zufügt und man mehr Aroma rauskommen möchte. Zum einen, ja. Aber es ist so, wenn ich sagen muss, am Stiel halten, trinken und wieder abstellen. Das Glas ist auch kein Spielzeug. Alles gut. Man kann nicht viel falsch machen. Was häufig in der Szene ein Running Gag ist, das sagt immer, es gibt wirklich, und das machen wir viele Finger weg vom Alkohol, nicht so mit dem kleinen abgespreizten Fingerchen trinken oder so. Ist jetzt kein Fehler als solches, aber es kommt halt Kreativität oder so. Boah, wir sind die ganz Feinen und sind hier nur mit. Aber es ist halt immer Finger weg vom Alkohol, nicht? Ansonsten. Was natürlich eine Sache ist, was noch häufig passiert, das sieht man an der Tafel auch häufig. Man hat ja, so wie wir ja auch, in einem Restaurant auch eine Serviette. Die Serviette ist nicht dazu da, um sie den ganzen Abend am Schoß liegen zu lassen, sondern wenn ich gespeist habe beim Essen, bevor ich trinke, hat meine Mutter mir gelernt, dass ich mir den Mund sauber mache. Damit die Soße von dem Steinbutt, den ich jetzt gerade im Mund gehabt habe, sich dann nicht wieder am Glas wiederfindet. Die bezaubernden Damen haben natürlich immer wunderschöne, bedürrende Lippenstifte, ohne die wir sie nur halb so lieb haben würden. Nein, das ist ja nicht wahr. Aber natürlich finden sich die auch wieder. Sollte das auf dem Glas sein, also wenn es mich stört, mache ich es einfach. Das Wenn ist nicht, auch dann nicht. Ja, selbstverständlich, um Gottes Willen. Ich muss immer davon ausgehen, dass ich mich in der Öffentlichkeit ja halbwegs zivilisiert verhalten möchte und meinem Gegenüber eigentlich nichts zumuten möchte, was ich nicht selbst auch haben möchte. Lippenstift ist Nonsens im Prinzip. Wenn es stört, das soll es wegmachen, aber Speisenreste am Glas sind wirklich verhinderbar. Sehen auch eklig aus. Das wissen wir Bescheid. Am Stiel.